Die gekrümmte Form der Banane erklärt sich aus ihrer Entstehung. Die Bananenblüten sind kranzförmig um eine gemeinsame Achse herum angeordnet. Dabei stehen mehrere Kränze übereinander und bilden ein Büschel, das sich allmählich nach unten neigt. Damit sind auch die Blüten nach unten ausgerichtet. Bei den ursprünglichen Bananen ist dies die günstigste Position für Kolibris oder für Fledermäuse, die die Blüten bestäuben. Bei der Entwicklung der Blüte zur Frucht kommt es zu einem enormen Wachstum des Fruchtknotens. Dabei richten sich die Früchte entgegen der Schwerkraft nach oben aus. Dies ist zugleich die günstigste Position für die Belichtung, die notwendig ist für die Reifung der Banane und für die Bildung von Zuckern. Diese gesamten Vorgänge werden gesteuert durch Pflanzenhormone.